Matthias Born, kurz vor Ende der Transferperiode haben Sie jetzt nochmal zwei Offensivkräfte dazugeholt. Wie zufrieden sind Sie denn aktuell mit der Kaderzusammensetzung? Ja, grundsätzlich sind wir mit unserem kompletten Kader sehr zufrieden. Wir hatten schon einen guten Kader, haben jetzt auch mit den zwei neuen Jungs einfach in der Breite uns nochmal verstärkt. Gerade auf dem Flügel hatten wir Nachholbedarf, nachdem der Mirko Born auch im Sommer ausgefallen ist mit Kreuzbandriss. Und da wollten wir einfach noch was machen, weil wir auch wissen, es sind jetzt gerade mal jetzt am Mittwoch nach dem Groß-Asbach-Spiel ist gerade mal die Vorrunde beendet. Es ist eine lange Saison mit vielen englischen Wochen und auch ja, Verletzungen, die dann immer wieder da uns letztendlich dann auch in unseren Möglichkeiten einschränken. Und so haben wir einfach noch zwei Optionen mehr. Auf was für Spielertypen dürfen wir uns denn da freuen? Ja, es sind beides Flügelspieler, die dann auch im Zentrum hängen spielen können. Beide nicht die größten, eher die Flügelflitzer, die auch einen enormen Speed haben und auch eine enorme Torgefahr. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind zufrieden mit der Kaderzusammensetzung. Trotzdem gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Wunschkandidat, den Sie doch noch gerne gehabt hätten? Naja, wie gesagt, also wir sind mit einem starken Kader in die Runde gegangen. Wir hatten sicherlich unsere Probleme, was jetzt auch in der Sommervorbereitung, die nicht optimal lief, auch mit der Corona-Unterbrechung. Klar, das ging allen Mannschaften so, aber da sind wir nicht gut aus den Löchern gekommen. Dann auch die Spielunterbrechung im November hat uns wehgetan, da wir auch nicht trainiert haben. Und ich denke, wenn wir im Rhythmus sind, jetzt sind wir schon seit 1.12. im Training, im Trainingsrhythmus, im Spielrhythmus. Wir haben ja noch eine lange Saison vor uns bis Mitte Juni. Und von daher sind wir mit dem Kader, wie er jetzt gerade ist, immer sehr happy und auch zuversichtlich, dass wir da weiter nach oben klettern. Blicken wir mal auf die aktuelle Tabellensituation. Im Moment auf dem 16. Tabellenplatz. Das heißt, der Blick geht ja eher nach unten. Inwieweit herrscht denn da jetzt schon Abstiegskampf? Ja, grundsätzlich schauen wir eher nach oben. Wir haben Clubs vor uns, die sind gerade mal 3-4 Punkte weg. Ja, ich weiß, wir haben jetzt durch die letzten 4 Spiele mit 3 Siegen da auch von Punkten her aufgeholt, machen Druck, sowohl für die Clubs, die hinter uns stehen, die da einfach jetzt auch merken, dass mit uns zu rechnen ist. Und auch die Clubs, die vor uns stehen, mit 3, 4, 5, 6 Punkten Abstand. Ich glaube, da sind einige Clubs dabei, die fühlen sich nicht so sicher, nicht nur vor uns, sondern auch vor den Clubs, die jetzt in unserer Reichweite sind. Ja, also das ist ein enges Feld. Es sind noch 21 Spiele oder mit dem letzten Vorrundenspiel noch 22 Spiele. Und ja, können Sie selbst ausrechnen, wie viele Punkte das noch sind. Das sind eine Menge. Wie nehmen Sie denn die Mannschaft aktuell wahr? Schwirrt denn da schon in den Köpfen der Spieler dieses Abstiegsgespenst, wie man es ja auch immer wieder nennt, rum? Ja, grundsätzlich sind wir da sehr entspannt. Ja, wir sind jetzt schon im 7. Jahr in der Regionalliga, hatten schon viele brenzlige Situationen. Es ist für uns auch nichts Neues, dass es 6 Absteiger gibt. Das gab es schon mal vor 2, 3 Jahren. Von daher sind wir da erfahren genug, um die Situation auch einordnen zu können. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke von uns. Matthias Born, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg am Mittwoch. Ja, vielen Dank. Gerne.